Willkommen zur Mega-Season hier in Montreal. Das ist schon unser 9. Stopp unserer Mega-Season-Karriere. Wir sind in Kanada angekommen, nach 2 Jahren Pause. Geht's hier weiter? Wir natürlich wieder mit Sebastian Vettel. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns heute eine gute Position rausholen können. Also die Zeiten sind natürlich ein bisschen dumm, muss man sagen, weil es zu spät ist. Rennstrategie geht los auf jeden Fall. Und wir werden ein paar Runden hier abspulen. Ich zeige euch mal meine erste Runde, die ich wirklich hier gefahren habe. Hier auch links ein bisschen zu weit in den Körper gefahren. Das ist natürlich alles ein bisschen Randtasten, weil auch hier das jetzt der dritte, nein, wir haben Monaco, Aserbaidschan und ja jetzt eigentlich der dritte Stadt Grand Prix ist. Auch wenn es natürlich jetzt nicht stadtmäßig aussieht. Wir haben ja viele Grünflächen und so, aber dennoch ist es hier schon von den Mauern her Stadtkurs ähnlich und auch die Straßen sind natürlich jetzt nicht hundertprozentig asphaltiert, weil das auch links angeditscht, weil das natürlich auch ein bisschen eher auf Stadtkurs ausgelegt ist. Aber jetzt mal zurück zur Strecke, ein sehr toller Circuit, also der Circuit de Gilles Villeneuve hier auf der Ile Notre Dame, eine künstlich angelegte Insel in Montreal. Abonniert den Channel gern kostenlos natürlich. Schaut aber auch gerne auf ez-tobi auf Instagram, auf TikTok natürlich vorbei und auch gerne auf IT-Gaming. Links alle unten in der Bio. Und wir starten hier direkt auf unsere erste schnelle Runde. Wir sind ja schon während mittendrin jetzt. Okay. Also die Runde war jetzt dumm. Also die war richtig schlecht gefahren. Dennoch würde ich mal sagen, sollten es reichen, um hier ordentlich durchzukommen. Also wir sind natürlich ein bisschen, wir haben jetzt noch keine Konkurrenz so richtig. Yuki hat ein bisschen schlechteres Auto, auch Kimi, ich meine, sorry, der Alpha ist jetzt dünnschiss. Aber das war eine Runde hier und wir sind auch schon am Ende unserer Rennstrategieprogramm angekommen. Einmal noch die letzte Kurve und die lässt sich auch schon besser fahren. Ich habe hier auch, das ES ein bisschen verballert, wollte mal ein bisschen gucken, wie was wann. Aber das, war natürlich jetzt keine ordentliche Runde. Die erste Runde war schon okay, bis auf... So, da, da. Und das war unser Versuch, jetzt noch ein bisschen Reifen aufwärmen. Denn jetzt geht es, glaube ich, zum wichtigsten Programm, das Qualifying Pace Programm. Und ja, das wird sehr spannend werden, wo wir liegen. Ich denke mal, das wird eine verdammt gute Zeit hier aus der letzten Kurve raus, ordentlich. Und ja, ich habe vergessen natürlich auf Hotlap umzuschalten. Wir werden auf Mager mal fahren. Ich möchte mal gucken, ob ich hier meine Bestzeit schlagen kann. Die 1.11 ist natürlich jetzt nicht so, wo ich sage, oh mein Gott, das ist eine perfekte Zeit. Weil ich denke mal, da ist sogar eine unter 10er, eine unter 1.10 drin. Die Formel 1, oh mein Gott, das war hardcore geschnitten. Aber rechts dafür perfekt an die Mauer rangefahren. Also ich denke mal, das war noch alles im Tracklimit drin. Rechts neige ich auch immer ein bisschen zu weit von der Strecke zu fahren, um halt diesen Bogen überhaupt zu bekommen. Auch links gut rangekommen hier. Also ich bin stolz, das war eine saubere Runde bis jetzt. Wenn ich auf Standard drauf gedreht hätte, denke ich mal, würde die Bestzeit hier auf jeden Fall, also die Bestzeit haben wir natürlich sowieso, aber ich denke mal, da wären mehr als 3 Zehntel drin, aber jetzt merke ich das halt hier, wir waren hier gerade so, wo man keine richtige Vollspeed Geraden hat, war ich eigentlich ordentlich, aber hier beim Exit war ich anscheinend ein bisschen zu spät am Gas, langsam dran, weil schaut mal oben rechts, wie jetzt die Zeit runtergeht. Liegt vielleicht auch dran, dass ich auf Mager fahre. Aber dennoch, das ist ein bisschen enttäuschend, was wir hier auf der Geraden verlieren. 4 Zehntel. Und wow, die ganz, oh mein Gott, wie nah wir uns hier an die Mauer dran wagen. Aber das war anscheinend auch nicht gut genug. Wir waren nämlich nur 16.000stel schneller. Also mit dem gelben Reifen. Das ist ein bisschen enttäuschend. Aber jetzt gehen wir in das Qualifying, das wichtig werden wird, weil im Sonntag ist Regen angesagt. Also ich bin sehr gespannt, wie es morgen wird mit dem Wetter auch in Montreal. Das ist auch eine Bergauf-Bergabfahrt. Man hatte 100 km/h Windgeschwindigkeit, dann eine Tornado-Warnung, Starkregen am Donnerstag, dass sogar die ganze Boxengasse geschwommen ist und jetzt dann doch gestern wieder trockene Bedingungen. Ich bin sehr gespannt. Montreal ist anscheinend jetzt zum neuen Belgien geworden. Wir starten hier in unseren ersten Run in Q1. Ich denke mal, wir werden in allen Runs nur einen Coup brauchen. In allen Coups nur einen Run brauchen. Alter, ich bin heute komplett von der Rolle hier. Und das passiert, meine Lieben, wenn man die World of Champions zu hardcore nimmt. Ich möchte hier noch, das wollte ich heute nur mit reinnehmen, um zu zeigen, wenn man sich ein bisschen zu stark rauslehnt oder zu viel Schwung mitnehmen will, dann wird man hier regelrecht bestraft. Also da gibt es auch keine Reue oder so, da wirst du direkt bestraft. Und jetzt hier in Richtung erster Kurve, auch schon ein sehr harter Bremspunkt, weil auch Start und Ziel sehr lange ist, muss man sagen. Und ja, das war auch ordentlich hier schön rausbeschleunigt, nur links, da lasse ich auch immer gerne den Körper aus. Hier auch rechts, wie gesagt, ich
mir zeigen natürlich, ich zeige euch meine Qualifying-Runde und zack, zack, hier, das ist schon fast illegal, wie man hier die Curbs schneiden kann in der letzten Kurve. Dennoch, wie riecht es nach Bestzeit? Eine 1:10:3 und ich habe gesagt, die 1:9er-Zeiten, die werden fliegen. Aber ja, ich bin gespannt, ob sich die KI noch dran robbt an unsere Pace. Das war also unsere Runde hier. Ihr seht auch oben rechts jetzt Regen am Sonntag. Also das Rennen wird ordentlich spaßig werden. Wir waren hier 1,8 Sekunden schnell. Also die KI ist, ja, ich muss da anscheinend die Schwierigkeit im Rennen raufdrehen, weil das hier keinen Spaß macht. Oder die, robbt sich die KI vielleicht noch dran? Ich bin mir nicht sicher. Und willkommen in Q2. Willkommen in Q2. Salala, wir sind in unserer schnellen Runde schon mittendrin, weil ich zwei Runden gefahren bin. Ich habe mir zuerst gedacht, rot, dachte mir so, ja, es wird ja sowieso im Rennen regnen. Da habe das aber nicht vielleicht zu Ende gedacht, weil wenn es nicht zu Beginn regnet und man vielleicht irgendwie erst ab der Hälfte des Rennens Regen hat, man weiß ja nie, es steht ja nur Regen an, oh, hier mit dem Hinterreifen angeditscht, aber ja, die Runde war jetzt nicht ordentlich, wir waren da 5 Zehntel langsamer, die Runde war jetzt nicht hundertprozentig sauber, also sie war schon sauber, aber anscheinend zu langsam, egal, und habe das nicht ganz fertig gedacht und bin dann nochmal in die Box reingegangen und wollte, oder habe dann auch nochmal auf Rot gewechselt, auf Gelb gewechselt, weil ich mir dachte so, pff, ja, das kann vielleicht irgendwie schief gehen und vielleicht musst du dann doch 10 Runden warten, 15 Runden warten, bis es zum Regnen beginnt. Wir warten 37 Runden. Also vielleicht müssen wir dann warten und ich habe mir dann auch gedacht, wir werden jetzt auf Gelb gehen. Wir sind auf, führen jetzt natürlich mit unserer roten Zeit enorm an, aber die war jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, fehlerfrei, ordentlich schnell. Es reicht gefühlt ein Tausendstel, um dass wir mit diesem Reifen hier starten dürfen. Und ja, so viel Tausendstel haben wir da oben auch nicht. Aktuell sind es ja sogar zu langsam. Aber ich weiß ja, man kann in der letzten Kurve gut Platz gut machen. Rot im ersten Sektor. Aber das sind 80 Tausendstel, jetzt nur noch 40. Und jetzt hier sogar beim Rausbeschleunigen waren wir sogar einen Ticken besser dran. 40, 50, jetzt geht es wieder rauf. Ja, das ist natürlich... Aber wir haben es geschafft hier. Aus der letzten Kurve raus mit 40 Tausendstel uns zu verbessern. Das ist 59 waren es. Das ist natürlich echt eine Hausnummer, finde ich cool. Wir werden jetzt mit 2%igen gelben Reifen, wenn es nicht regnet, beim Start starten können. Und das ist wichtig. Das ist echt, finde ich, sehr wichtig. 36 Runden Lebensdauer. Wir könnten mit dem gelben Reifen durchfahren. Aber natürlich, wie? Also zum Schluss damit 90% oder so. Das will ich natürlich nicht. Und es ist auch Regen angesagt. Also, ich bin trotzdem sehr gespannt, was wir da reißen können. Die Wolken sind schon hier und wir werden nur mit dem angefahrenen roten Satz Reifen von Q1 fahren, mit dem wir ja auch nur eine Runde gefahren sind. Vielleicht trocknet es dann doch ab im Rennen. Man muss natürlich auch immer von der Seite aus gucken, ob das, ja, ob das passt oder nicht. Also deswegen bin ich da auch immer etwas skeptischer. Jetzt geht's los. Unser Final Run, unsere Qualifying-Runde hier in Kanada, in Montreal. Los geht's, erste Kurve. Ich würde gerne unten Audi ab hinschreiben, aber ich will natürlich ein bisschen kommentieren, auch rechts. Den kompletten Körper ausgenutzt, ein bisschen zu früh die Lenker aufgemacht, liegt wahrscheinlich auch an den 9%igen Reifen, die jetzt nicht mehr alles hergeben, was man will. Alter, bisschen härter als Alonso am Freitag, der hatte da auch hardcore die Kurve geschnitten, aber ja, das war jetzt nicht so perfekt. Wir haben natürlich ein bisschen Dreckreifen. Dafür war der Exit perfekt hier. Dann geht es in die zweite DS-Zone natürlich und harter Bremsprung. Kurve 8-9. Dann merkt man natürlich auch gern, die Kurve richtig zu schneiden. Und auch hier perfekt den Körb mitgenommen. Und wollte die Kameras jetzt wissen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. 9 Zehntel, also okay, 0,9 Sekunden waren wir schneller als Lando Norris. Und das bedeutet schon einiges. Wir sind hier anscheinend eine Macht. Sebastian Vettel, ich weiß nicht, auch bei ihm ist natürlich jetzt auch immer in den letzten Tagen gewesen oder in den letzten Monaten, dass er sich jetzt sehr für den Klimaschutz und so weiter einsetzt. Viele finden es Heuchlerei. Ja, man muss, oh Alter, die letzte Kurve war jetzt nicht mehr so sauber. Viele finden, und die Runde ja an sich war jetzt auch nicht
Ja, okay, doch. Im letzten Sektor haben die Reifen dann ordentlich abgebaut, merkt man dann auch mit dem 10. mit den 10%. Dachten wir mal, wir haben nur 2% zugenommen und wir werden jetzt doch mal eine Runde starten. Letzte Kurve hier und da habe ich ordentlich den Scheitel verpasst. Ja, das war sehr dumm hier. Ich wollte hier nochmal alles gut machen, nochmal den kompletten Schwung aus der letzten Kurve mitnehmen, aber das war ja, oh mein Gott, wie wir geflogen sind. Hier ja, links, das war kompletter Wahnsinn. Also hier nochmal von der Flügelperspektive. Wir waren rechts zwar auf dem Körper drauf, aber links habe ich dann viel zu früh eingelenkt. Das geht hier gar nicht. Leider, leider, leider sind wir da ausgeschieden, aber da kannst du auch nicht sagen. Das war ein Fahrfehler von mir, aber sowas wie von einem Fahrfehler. Schaut gerne auf is-tobi auf TikTok vorbei und links mal unten eine Bio. Dritter Platz morgen in Kanada mit Regen und so weiter. Wird auf jeden Fall spannend. Links mal unten eine Bio. Abonniert gerne den Channel kostenlos und schaut unbedingt gerne auf TikTok vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis morgen oder später und ciao.